Wir haben uns in der Großen Koalition darauf verständigt, dass an der deutsch-österreichischen Grenze für diejenigen Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, die Zurückweisung vorgesehen wird. Diese Zurückweisung setzen wir aber nicht unilateral um, nicht einseitig, nicht unabgestimmt, sondern wir setzen sie in enger Kooperation mit unseren europäischen Partnern um, weil unsere Überzeugung ist, dass wir das Migrationsproblem am Ende des Tages nur in einer gesamteuropäischen Strategie bewältigen können.